In dieser Folge der Map News sage ich natürlich meine ehrliche Meinung und zwar zu der Totholz alias Dead Wood von Poolboy und Bruce Gaming. 556,37 MB ist diese Karte groß und ist auch für PlayStation und Xbox. So, 100 Sammelstücke. Sie ist eine fiktive Karte, spielt in South Dakota. Und hier hätten wir eigentlich den Händler. Und Straßenverkehr, wie wir sehen, haben wir auch zusätzliche Früchte. Gibt es hier auch. Und zwar haben wir hier Luzerne, Klee, Senf, Erbsen, Linsen, grüner Futterhafer und Lavendel. Gut, so. Der Wachstumskalender passt auch. Der grüne Futterhafer ist hier nicht eingetragen. So, Verkaufsstellen sind hier auch da. Für alles so, sogar. Sogar für Sand, Schotter, Eisenerz, dann Propan, Kerosin und. Ja, also eher für Produktionen. Gut, Stahlfahrzeuge, da hüpfe ich natürlich gleich durch. So, einen großen Schafstall, Schweinestall, einen normalen Hühnerstall und Kuhweide. 100 Sammelstücke sind verbaut. Fotoproduktion haben wir hier und Müllproduktion, also Müllweiterverarbeitung sozusagen. Und gut. So schaut es bei der PDA aus. Dieses Gebiet hier hat man schon. Eine Wiese hat man und ein Maisfeld haben wir. Hier rüben Staaten, hier wäre der Händler, den kann man auch kaufen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Recyclingzentrum, Papier- und Kartonfabrik haben wir hier. Dann Playwood Productions, Bienen sind auch hier. Schmelzer, Schreinerei und natürlich sind hier die ganzen, ist hier alles auch vorhanden. So, dürre Bäume für unsere Forstliebhaber sind auch hier und in erster Linie ist diese Karte eine flache Karte. Hier hätten wir unseren Hof und ja, flach sind wir. Rundumsicht passt momentan, was ich so sehe. Und das wären unsere Startfahrzeuge. Sehr kesslastig. Da haben wir auch einen Mack, auch einen Steiger. Oh, oho, unseres Alters. Sehr schön. Und dann fangen wir wieder hier an. Gut. Also das schaut auf jeden Fall nicht mehr so übel aus. Da hat man dann Serpentinen zum Hochfahren und viel Wald. Und ja, hier haben wir den Steinbruch, wo man das Ganze dann halt auch abbauen kann. Gut, ja, 100 Sammelstücke hat man. Ja, da werden die ganzen Bäume schon umgeschnitten. Ja, die Rundumsicht, ja, kann man lassen, so. Und ja, große rechteckige Felder, also eher wirklich für, nun ja, große Maschinen, helferfreundliche Felder sind es auch. Und benutzdefinierte Sounds, Tiergehege gibt es, die Kühe sind nicht verkaufbar. Fast alle Produktionen, ein Rollenspiel kann man auch machen, nämlich den Garten des Nachbarn kann man hier pflügen. Und ja, definitiv ist diese Karte nicht meine Karte, höchstens. Mit dem Forst könnte ich mich anfreunden, aber nun ja, irgendwie ist das Einzige, was bei dieser Karte für mich spricht, aber sonst nichts und nur Forst, muss ich auch ehrlich sagen, möchte ich nicht machen. Passt. Das wäre dann einmal die erste und einzige Karte für heute einmal. Und zusätzliche Mods werden hier auch nicht benötigt. Und damit
kommen wir zu unseren allseits geliebten Updates. Tja, und hier bei den Updates haben wir wieder ein paar schöne, interessante Karten. Ostseeküste 22 zum Beispiel. Von Takeles, das ist die Version für PC, PlayStation und Xbox. Die hat eine Größe von 392,05 MB. Die nur PC, also die PC-Only-Version, hat 392,77 MB. Beide natürlich Version 1.2.0.2. Und natürlich sind alle Karten unten in der Beschreibung verlinkt. So, 66 Felder, Wiesen, 5 Betriebe, Biogaslager, Waldgebiete, animierte Züge, und der einzige Unterschied ist, bei der PC-Only-Version sind mehr Bodenwinkel verbaut. So, Version 1202, ein neuer Spielstand wird nicht benötigt. Neu sind Roggen, Tritikale, Klee, Luzerne, Klee- und Luzerneballen für deine Tiere. Individuelle Fahrzeuge und Maschinen, verbesserte Soilmap, mehr platzierbare Deko-BGs sind nun nur System Ready, aber das ist nur für PC. Beim Mais kann nun Stroh abgelegt werden, die Helferfunktion wurde hinzugefügt, weitere Deko-Bäume gibt es, hier steht Kiefern, bessere Unkrauttextur, bessere Kalktextur, andere Deko-Windräder wurden verbaut, diverse Bugfixes und Farm Productions Pack. Und eine Info haben wir hier auch noch, wenn man den Helfer benutzt, sollte man den Verkehr ausschalten. Und wenn man im Multiplayer die Hofdeko, Zäune und dergleichen verkaufen möchte, muss man zum Kreis Ostholstein in diese Farm einsteigen, damit dass man das Ganze verkaufen kann. So, zusätzliche Mods werden hier auch benötigt, und so schaut einfach diese Karte aus. So, gut, natürlich muss man auch für diese Karte sein, um das genießen zu können. Weiter geht es mit der Novellini. 142 Felder, Precision Farming, dann zwei spielbare Gospas, erforderliche Mods sind unten, die sind hier. Schön zum Herunterladen, mehrere Geländebemalungen gibt es, Milchverkauf und. Also da hat man sicher alles, was man braucht. So, gut, so schaut die Karte aus. Muss man für sich selbst entscheiden, ob man sie spielen möchte. Geändert wurden Bäume, auf unbefestigten Straßen wurden entfernt, eine dunklere Grasrextur wurde hinzugefügt, Verkehrsschilder dürfen nicht verschoben werden, das steht hier wirklich so, wahrscheinlich können sie nicht umgefahren werden. Neue Beleuchtung wurde auf der Karte auch noch hinzugefügt. Agromoravani, die nächste Karte, vom LS13 konvertiert, von Afiki. Da ist Edomod, Agrospol und Afiki mit dabei. Ja, Schlammix ist bei der Novalane, bevor ich es vergesse. Drei Verkaufsstationen haben wir bei der Agromoravani. Eine Farm, 14 Felder, 4 Wiesen. So schaut diese Karte aus. Und das zeige ich einfach nur, dass man eben sieht, ob sie einem gefallen könnte oder nicht. So, V3, Kompost, dann Unterstützung für das Güllesystem, Lager für Ballen und neue Länder. Planaltau USA 1021, die neueste Version, eine flache Karte mit 20 großen Feldern, wenn ich ehrlich bin. Gut, so schaut die ganze Karte aus. Einmal zum Anschauen, geändert hat sich Folgendes, und das ist nur das eine hier. Und zwar das Problem, dass es nicht zu spielen, es spielen schien, wurde behoben. Also die Karte wurde im Spiel nicht angezeigt. Dieses Problem wurde von Rodrigo BR1998 behoben. Gut, und damit sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den News fürs Wochenende am Samstag in der Früh wieder. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.